Hey Leute, willkommen zu Die Sims 4. Was? Wer hätte das gedacht? Aber da ich, wie gesagt, Halloween sehr liebe, muss ich auch mir im Oktober auf jeden Fall das Vampir-Add-on der Sims 4 ansehen und natürlich das Grusel-Accessoire-Paket. Ich habe noch nie Sims 4 gespielt, ich habe nur die Sims 1 gespielt und das verdammt viel und lange damals. Vor allem mit diesem super Cheat damals mit Rosebud, hat es glaube ich geheißen, hat man ja Geld dazu bekommen in die Sims 1. Ah, das hat verdammt Spaß gemacht, immer ein Haus zu bauen und so weiter. Aber wir wollen jetzt diesmal hier die Vampire ansehen. Zu Halloween passend. So wie letztens in Overwatch das Halloween-Update. Und ja, ich habe noch nie gespielt. Wir müssen einen neuen Vampir erstellen. Ich glaube, es geht da unten, ne? Ja. Vampir hinzufügen. Den anderen löschen wir, den braucht keiner. Verschwinde normaler. Hallo, Vampir. Ja, schon Spitzhörchen, ne? Mr. Spock, ist gelandet. Männlich passt, junger Erwachsener sind wir auch. Ich bin 29, das zählt glaube ich noch als junger Erwachsener, oder bin ich schon? Ich glaube mit 30 bin ich erwachsen. Was haben wir hier? Warm, süß, melodisch, trällernd. Ist auch böse? Achso. Oh, St. Gulipatess. Bernala. Ja, das klingt gut. Und Standardgang. Stolz? Angepisst? Gruselig? Also das ist einfach nur schwul aus, Entschuldigung. Wir bleiben bei Stammergang. Ja, das ist gut. Das ist gut. Was gibt's hier noch? Bestreben. Beliebtheit? Devi, was? Ja, keine Vorteile. Gemeinen Interaktionen. Familie, Essen, Liebe, Vermögen. Ich glaube, niederträchtiger Sim, das passt ganz gut. Möchte sich Feinde machen und ein berühmter Verbrecher werden? Streiche und Chaos? Oder Kreativität? Was gibt's hier? Herausragender Maler? Musikalische Genie? Bestseller-Autor? Oh, ich glaube eher Streiche und Chaos passt ganz gut. Oder Verbrecher? Was ist ein Vampir? Ich glaube, Chaos ist am besten. Was gibt's hier noch? Aktiv düster. Häufig traurig. Oh. Selbstsicher. Geek passt auch gut zu uns. Genießer. Kleptomanisch. Habt ihr bei mir Randall's Monday gesehen? Ja, wir sind kleptomanisch. Böse auf jeden Fall, ja. Auch, ja. Böse Punkt. Gemein. Gemein, böse Kleptomane. Ja, das ist ein guter Sim. Das ist ein guter Sim. Wie heißt er? Vorname. Natürlich. Black. Nachname. Rabbit. Oder Rabbit Black? Heißt mir Vornamen Black? Nein, Vorname ist mir Rabbit heißen. Wir sind Rabbit im Vornamen und im Nachnamen sind wir Black. Black im Nachnamen klingt cool. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Rabbit Black. Nice! Das hört sich sogar cool an. Und jetzt speichern. Können wir sonst irgendwas machen noch hier? Ui, okay. Dunkle Form von Black Rabbit sieht anders aus als die normale. Aha. Und die Form löschen, ja. Ah, oh, müssen da irgendwas umstellen? Ich weiß. Kopiere den Sim in die dunkle Form. Hm. Okay. Sim hört erstmal komplett gleich. Wenn wir dunkle Form, eine normale Form, sehr schön. Kann ich irgendwie speichern? Haushalt speichern, sehr schön. Beschreibung. Böse. Kommentare? Nichts. Haushalt in meiner Bibliothek speichern? Ja. Sicher ist sicher, dass wir mal alles speichern. Ne? Und dann hier, ne? Spielen. Ne? Black. Was? Klicke das Häkchen, um die Bibliothek zu speichern. Ist okay. Ab geht die Party!
Ist ein böser Bär. Sims braucht einen Ort zum Leben. Willow Creek. Okay. Oh, da wollen wir hin. Oh ja, ins Forgotten Hollow, passend zu Halloween. Wunderschön. Wie viel Geld haben wir? Okay. Fledermausmeile. Widmenhort. Ja, ich glaube, ich nehme das Widmenhort. So, einziehen. Bestätigen. Ja. Möbliert, nicht möbliert. Ja, lassen wir möbliert erstmal. Wir haben nicht so viel Geld. Wir müssen uns erstmal Geld klauen. Essen, schlafen, plaudern, leben und die Kontrolle natürlich. Möchtest du das Live-Tutorial aufrufen? Nö. Ich bin Pro. Ich spiele zum ersten Mal Sims. Ich bin Pro. Ja. Treten. Oh, wunderschön. Als erstes, was man macht, wenn man ein Haus kauft. Wieso geht das nicht? Mich. Man dreht erstmal die Mülltonne um. Das ist verdammt wichtig, Leute. Ach, wunderschön. Wunderschön. Wegwerfen. Wohin? Wohin? Was ist im... Und keine Post. Wir haben keine Post. Ach, Leute. Gehen wir ins Haus rein hier. Reg dich nicht auf. Da unwohl. Warum? Brutzelnde... Was? Vampire, die Sonne. Oh, es ist Tag. Oh, oh. Sollten reingehen, ja. Kann ich machen? Jobs suchen? Witz schreiben, programmieren, schreiben, Haus und Jobs suchen. Vampirgeheimnisse! Nach Informationen über Vampire suchen. Wir müssen erstmal rausfinden, wer wir sind. Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Er sucht. Okay. Was? Vampirsage erreicht. Nice. Möchte ich weiter recherchieren, auf jeden Fall. Wo sind unsere Bedürfnisse? Da. Feind machen wollen wir unbedingt und vom Nervenkitzel des Stehens schwärmen. Okay. Müssen wir mit jemandem quatschen? Kann man das Bild auch in gedreht? Halt recht, Master. Okay. Wie gesagt, mein Erstversuch, aber alles ist Halloween. Wir müssen ein Vampir nun mal sein. In dieser wunderschönen Gegend. Hübsche Häuser. Wir haben echt ein Riesenhaus, ne? Wir haben echt ein Riesenhaus, muss man schon sagen. Level 2 Vampir-Saga. Nice. Und jetzt Vampir sind Band 1. Okay. Kannst du was kaufen? Okay. Steh mal wieder auf. Reicht. Was gibt's hier alles da? Lesen, öfter Vampir-Bücher kaufen. Oh ja. Scheiß drauf, wir kaufen das. Lesen. Kommt das jetzt per Post oder was? Sieht so aus. Okay. Haben wir Hunger? Sieht man das irgendwo? Wo sieht man, wie es mir geht? Okay. Was gibt's hier oben eigentlich? Können wir raufgehen? Wie geht man hier rauf? Ah! Wie geht's zur zweiten Ebene? Wie geht's zur zweiten Ebene? Das geht doch schneller? Nice. Ja, jetzt geht er raus. Wir wollen nicht raus. Zurück rein. Es scheint die Sonne, Alter. Es scheint die Sonne. Bist du irre? Geh mal da hoch. Wie geht man hier hoch? Fuck. Oh, da kommt jemand. Wir müssen ihn essen. Grob vorstellen. Wir sind ja nicht der nette Nachbar. Was geht ab, Arschloch? Was geht ab? Über Plasma-Aromen reden? Nach wertvollem Besitz, den man fragen. Ganz wichtig. Aufgrund seiner... Okay. Größe der Reißzähne beleidigt. Wie geil. Nachbarn hereinbitten auf jeden Fall mal, weil es ist draußen Sonne. Ist ein bisschen scheiße, ne? Na, geht doch. Geh mal rein da. Wenn ich keine Ahnung habe, wie man... Was? Da bittet man ihn herein? Das erste, was er macht, ist erstmal... Meine PC hier? Und wir sind einfach... pennen gegangen. Wir sind einfach... Wie jetzt?
Wir sind jetzt gerade einfach pennen gegangen, während der unten ist. Telefon haben wir auch, okay. Wie geht man hier runter? Okay, ganz ranzoomen. Ich übe noch, Leute. Ich übe noch. Was ist das? Bedürfnisse. Vampirenergie. Vampire, ne? Kriegt dann Sinn. Schläfst oder dunkle Meditation praktizierst. Nice. Wir haben auch Durst, natürlich. Und wie geht man jetzt hier runter? Das weiß ich noch immer nicht. Was ist das? Kameraoptionen? Nein. Wie schalte ich im Haus runter? Ey, ich hab keinen Plan. Wir sind gerade in der Unterhose und werden jetzt üben. Ja. Die Angelplätze reden mehr Auswahl. Stand ja bei freundlich. Da freundlich? Bitten Sie mal drastische Schießen. Ja. Kennen. Willkommen, danken. Was wollte er? War es wieder Fernsehen? Ah. Was können wir noch machen? Vampir. Um Vampir-Training bitten. Vampir-Training? Was genau ist das jetzt? Oh, wir halten Kraftpunkte. Was? Persönlichkeit entblößen? Fledermaus gestalten? Nee, mega nice. Halluzinationen hervorrufen? Oh, das wird lustig. Stets willkommen. Es beginnt seine Vampirenergie und verschiedene. Okay. Können wir gerne mal in die Kommentare schreiben, was sollen wir hier nutzen für die Vampire? Persönlichkeit entblößen, Fledermausgestalt, Halluzinationen, stets willkommen oder Novize des Okkulten. Auf jeden Fall lernt er uns gerade Dinge, das ist sehr schön. Baumodus. Nein, jetzt kein Tutorial. Ich bin Profi. Oh, wie cool. Gibt schon vorgefertigte Sachen für Vampire und für Gruseln. Ich habe, wie gesagt, Add-ons gekauft für Vampire und für Grusel. Kinderzimmer. Das kann man komplett kaufen. Okay. Wie kauft man hier einzelne Sachen? Ah. Bett ist mal echt geil, ne? Mach der Stuhl. Nice. Das wird eine geile Bude, Leute. Das wird eine nice Bude. Das sage ich euch jetzt schon. Das wird nice. Wenn ich jetzt rausfinde, wie ich den oberen Stock schalte, wäre es auch nice. Seine Bedürfnisse. Er will auf jeden Fall trinken und sozial. Und er muss ins Bett ganz dringend. Oder ich verstanden habe, wie ich jetzt die. Schlafen auf jeden Fall. Ja. Dreifache Geschwindigkeit. Geh mal pennen. Wie schalte ich jetzt das hoch und runter? Was ist das Kind? Plasmatus. Scheiße. Okay. Wir pennen mal weiter. Eigentlich sollten wir am Tag pennen, ne? Wir sollten echt am Tag pennen. Es ist 20 Uhr, perfekter Termin zum Aufstehen. Schlafen abbrechen. Geh aus dem Bett, Alter. Jetzt gehen wir da runter. Ich habe keine Ahnung, wie ich runterklicke. Ah, schon wieder ein PC, ne? Das ist eine Sau. Kochen. Was können wir eigentlich kochen? Wir können doch nichts Normales essen, oder? Das muss ich probieren. Können wir Grillkäse kochen? Einzelportion? Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir das essen können. Oh ja, wir freuen uns über das Elend anderer. Kochfähigkeit erworben, okay. Ne, wenn wir essen, geht das sogar runter. Pause! Also, Durst. Vampire werden nicht so schnell durstig, aber wenn sie Durst bekommen, sollten sie von Sims trinken oder Plasmafrüchte essen. Nicht ohne Vorwarnung oder Sims angreifen. Oh nice, wenn wir nichts essen, dann greifen wir einfach wahllos andere an. Ist das cool. Nur wo kriegen wir Plasma? Samen kaufen. Einsteiger, Gemüse, Früchte für Einsteiger.
Boah, nehmen wir mal, ne? Wie pflanze ich jetzt was an? Wo ist mein Inventar? Hier, oder? Nein, das Arbeiten gehen, das wollen wir nicht. Nee, also bitte. Wo ist mein Inventar? Ich bin so gut vorbereitet, ne? Aber ich wollte es mit euch entdecken, das ist viel lustiger irgendwie. Inventar, da ist doch. Wir haben hier Plasmabeutel. Wir wollen Samenpaket öffnen. Mach mal auf den Scheiß. Okay, da drin war jetzt Apfel, Kochbanane, Weintraube. Ja, wie jetzt? Moment mal. Essen, Pflanzen? Wieso können wir nichts pflanzen? Das Beet hier scheint doch schon geeignet dafür zu sein. Okay, mal. Lesen wir das Buch mal, das wir freigeschalten haben durch Vampirgeschichte lernen. Ach, ich würde jetzt so gern anderen Menschen aussaugen. Oh ja. Das wird nice, Leute. Ich habe gerade voll Bock auf dieses Spiel. Lass mal Beutel entdecken, dass man. Was? Moment. Dass man Vampire eine alternative Methode gibt, ihnen durchzustellen, er kann jetzt Plasmabeutel am Computer bestellen. Wir können uns Essen bestellen. Bestellung. Bücher. Knallbonbon. Knoblauch. Warum immer Knoblauchsamen? Samen kaufen. Haushalt umziehen lassen. Adoptieren wollen wir mal sicher. Erstmal nichts. Ich sehe ja nichts von. Wieso will er eigentlich immer Knoblauchsamen kaufen? Was ist sein Problem? Wieso kann ich hier nichts anbauen? Wir haben doch einen Samen. Kann ich ihn hinten? Nein. Pflanzen geht aber nicht. Warum? Müssen wir erstmal das Pflanzen lernen? Kanal schauen. Sport, Action Comedy, Koch. Hey, gibt's gar keinen Gärtnerkanal mehr, so wie früher? Lass uns mal kochen, um unsere Feinde besser zu. Trinken. Geht's uns besser? Sehr schön. Lernen wir ein bisschen kochen. Aber Leute, ich würde sagen, das war's mal für die erste Folge. Oder. Nee, warte, ein bisschen meiner. Es macht so Spaß und wir werden nicht mehr aufhören, wenn man Sims mal begonnen hat. Wir lernen jetzt mal kochen. Also wir wissen, Essen bringt uns gar nichts. Ich würde gern Gärtner ein Nickerchen machen. Aufheben. Post haben wir keine. Ich würde echt gerne was pflanzen. Geht nur so. Knoblauchsamen. Ein Paket öffnen. Pflanzen. Wieso geht das nicht? Spiel. Das Ziel in die Spielwelt. Ah, geht doch. Ah, geht doch. So geht das hier. Okay. Wir gärtnern mal, ne? Ich mag Gärtnern. Ich kann nichts pflanzen. Da bin ich ein bisschen verwirrt. Ah, er chillt schon wieder am PC, ne? Was können wir für einen Job machen? Astronaut, Business Entertainer, Geheimagent, Leckermann, Maler. Verbrecher, natürlich. Kanäler kannst du jede Menge. Simon Chef und Spaß haben. Berufszweig Boss. Schön. 17 Uhr bis 0 Uhr. Ja, könnte man machen. Machen wir mal. Was hat er hier für ein Problem? Er hat Knoblauch gegessen? Ah, mein Freund. Bedürfnisse. Gibt's das, das? Caleb, auch nicht schlecht. Das sind sehr gehässig und Stufe 2. Sehr schön. Kochen, Schelm, Vampir-Saga. Arbeiten müssen wir um 17 Uhr. Leistung durchschnittlich verspielt. Gut gelaunt zur Arbeit gehen. Tagesaufgabe erledigen. Was? Gute Beziehung mit Kollegen. Okay. Das wird schwer, das zweite. Das wird schwer. Das sage ich euch gleich, ne?
Im Internet surfen, lustig, ich will es auf SimTV ansehen. Bloß nicht, ne? Traueranzeigen lesen. Oh, schön. Wer ist denn gestorben? Webforen provozieren. Das klingt auch geil, ne? Möchte vorbeikommen und abhängen. Nö. Web? Ansprüche? Spiel, schreiben. Hey, ich will böse Sachen machen. Fernsehen ist echt eine Aufgabe von ihm. Dann gehen wir ins Fernsehen, ne? Und abgeschlossen? Nö. Hä? Es geht ja wieder. Warum? Was macht die Sau? Was macht die Sau? Oh. Ist in der Dusche. Ernsthaft? Das ist zensiert, obwohl man eh nichts sehen kann? What the fuck? Okay. Hör mal, Leute. Ich hab Bock, jemanden zu fressen. Und das werden wir auf jeden Fall nicht mehr in dieser Folge sehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, ich hab Bock auf Halloween-Spiele. Und ein Vampir zu sein. Ist, glaube ich, der erste richtige Weg, ne? Schreibt mir gerne in die Kommentare, was wir hier alles machen können. Denn wie gesagt, mein erstes 7-4-Spiel habe ich noch nie, aber ich habe voll Bock halt mit den Vampiren zu spielen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst dann aber da, seht gerne bei den anderen Spielen vorbei, so wie zum Beispiel beim Overwatch Update, Hearthstone, Spellstone, Arena of Valor, Fortnite Battle Royale, Cuphead, so viele Spiele hier, Leute. Einfach vorbeisehen, ein Abo da lassen, um nichts zu verpassen und ja, viel Spaß, haut rein. Und ciao.